Angst. Ja, hallo YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Witcher 3 Waldhand. Ja. Vom Schwert am Knüllen kehr später zu Hatu zurück, um zu sehen, ob dein Schwert schon fertig ist. Wunder. Wir können ja Folgendes machen. Wir können ja mal eben OP machen. Nein, wir können mal meditieren. So, wir meditieren mal. Wieso kann ich das jetzt nicht tun? So nicht. Habe ich irgendwie Feinde oder so hier? Hier in der Ecke. Was sollen wir denn so lange machen? Ich glaube, wir sollten mal eine Schwalbe. Ich bin so feucht. So. Ja, dann weiß ich auch nicht. Aufmachen. Ja, das bringt da gar nichts. Warum bin ich hier? So. Ja. Zeig mal dein Angebot. Was hast du anzubieten? Nichts. Und kannst noch haben. Minus 12 kannst du haben. Diese Händler hat nicht okay. Bis dann. Bis dann. Kann ich hier vielleicht meditieren? Ich weiß nicht, was wir machen sollen sonst. Ja. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich nicht mich halt. Da ist die Tür. Jetzt mal wieder gut. Also kehre später, wann später? Kehre später zu Hattori zurück. Mein Schwert schon fertig ist. Noch ein Mutant. Wann später? Ich glaube, ich habe mich bepisst. Und Hattori ist mein Schwert fertig. Grüß dich, Apeher. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Ist mein Schwert fertig? Ist mein Schwert schon fertig? Ja, sieh nur. Ein Schwert, das alle anderen überstrahlt. Oh, schön. Na, die Wartezeit hat sich ja gelohnt. Danke, Apeher. Ich habe zu danken. Für alles. Oh ja, was hast du denn im Angebot? Was hat er uns denn gegeben? Na. So.
Nichts Besonderes, oder? Da muss ich die Glyphen rausnehmen. Wäre jetzt blöd, wenn ich das irgendwie wieder zurückverkaufe. Aber was hat er denn Schönes? Alitrat. Frau Herne, Silberschwert, was ist das? Da habe ich aber zwei Slots drin. Ich nehme das mal. Virisches Entermesser. Macht zwar mehr Schaden, aber hat keine. Stufe 20 brauchen. Oh. Ist ja nicht mal lang hin. Kann man das aber nicht kaufen. Was ist das denn? Irgendwelche Karten. Nehmen wir mal mit. Gut. Dann lebt man wohl. Bis dann. So, finde ein Schiff nach Skellige. Die wollen unbedingt, dass ich nach Skellige gehe. Ich guck aber jetzt, Moment, nochmal nach. In unser Inventar. So. Da. Da muss ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie man die rauskriegt, die Glyphen, muss ich mir mal. So. Kann's auch verbrennen. Und das hätten wir. Gerald. Könntest du auch mal wieder langsam was anderes anziehen, oder? Wieso hast du hier eigentlich keine Glyphen drin? Jetzt hast du nackte Füße. Ach so, die Dinger muss ich rein. Bin ich doof. Was nehme ich denn immer? Quennenachse? Ich weiß es doch nicht mehr. Art. Ich nehme ja dieses Verbrennen. Was rein? So, jetzt ist meine Frage. Wegwerfen, sortieren, Bereich wechseln, Beschreibung ändern, Größe der Beschreibung. War das noch beim Händler? Ich hab schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe keine Ahnung. Oder kann ich das selber? Handwerk, Bücher. Ja.
Hattori? Grüß dich, Apeir. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Was hast du denn im Angebot? Verbesserung entfernen. Nein, ich möchte... Lass nicht genug Münzen. Er hat genug Münzen jetzt, oder? Ja. Ich weiß, sie sind besser, aber... Ach, wir finden noch was Besseres. So. 80 von 130, was haben wir? Ja. Apple. Bis dann. Gut, haben wir das auch? Oh, ein Schiff nach Skellige. Nee, huch. Das will ich nicht. Wir gucken mal. Also es ist Skellige. Das große Erasmus-Fliegen und welches Rennen? Nein. Ein tödlicher Plan, das müssen wir noch machen. Das Skellige. Geh nach Pharao und suche Hammond. Wo ist Pharao in Skellige, oder wie? In Wenen. Sprich mit dem Jäger. Ja, Stufe 20. Okay, ich würde mal sagen, dann machen wir doch einfach mal hier einen tödlichen Plan als erstes. Schwarze Perle ist nach Skellige gehen. Hier ist auch... Oh, hier sind noch so viele Sachen. Wo sind wir denn hin? So viele Sachen hier. Vergesst es. Also bei den Docks von Null, nachdem das in Affäre. Okay, das können wir auch machen. Für die Schwarzen.
Seinesgleichen sollte in Novigrad nichts zu melden haben. Warum lasst ihr mich... Seinesgleichen. Das ist sowieso hier weiter außerhalb. Dann machen wir das und dann mal schauen, wie lange wir brauchen. Schnellreise, geh nach Ferro. Wo war denn das? Ach, verdammt, Angst. Ich bin ein bisschen heute blöd, oder? Wohin wollen wir denn? Gab's nicht noch eine Karte? Irgendwie hier weg? Nein, ich will nicht nach Skellig. Was? Ist doch in... Ich kann da doch nicht hin, Schnellreise. Das ist ja. Ja gut, dann machen wir was anderes. Dann machen wir das. Sprich mit den redanischen Kontaktmann. Hat sich das erstmal erledigt. Entschuldige mich. Ich glaube, da müssen wir wirklich mal... Ich will aber noch nicht, weil wir haben hier... Ihr habt gesehen, die Karte ist noch... Ich muss das Schwert... dich aus. Jetzt bin ich wieder auf der Karte. Wie weit ist denn das? Ja, ich bin ja im Moment auch die Serie The Witcher am gucken. Ist ein bisschen anders als wie das Spiel. Ich kenne die Bücher leider nicht, aber ja. Jetzt kann ich mal mich schlagen, achso. So, noch wer? Oh ja. Bisse. Schlägst du mal zur falschen Seite. Wir ziehen dir die Haut ab.
Also auf dem Pferd zu kämpfen ist. Gar nicht so einfach. Komm jetzt. Aua. Na komm. Ich schlag immer zu spät. Ah, der hat mich getroffen. Na, komm noch. Jetzt. Ich treffe ihn nicht. Gibt's doch nicht. Stufe 7 Bandit kriege ich nicht gebacken hier. Jetzt aber eine Geburt. Ich weiß nicht, ob ihr schon die Serie gesehen habt. Bestimmt, ihr habt doch bestimmt schon die Bücher gelesen, oder? Ja. Auf jeden Fall, die Geschichte ist ein bisschen anders. Aber das ist sehr interessant. Oh, jetzt gerade, wo ich so Plätze sehe. Naja. In der Serie stirbt sie. Dein Pferd. Ja, Wegfindung. Was machst du? Gregor, hallo. Ich suche Gregor. Du hast ihn gefunden. Wer bist du? Geralt von Riva. Dijkstra schickt mich. Ich habe dich erwartet. Gehen wir eine Runde. Sind sich ja alle ähnlich hier. Du hast deinen Wachposten aber hübsch dekoriert. Auf Befehl unseres barmherzigen und gnädigen Herrschers, des guten Königs. Was haben Sie verbrochen? Der Rechte ist ein Weideler aus einem Dorf in der Nähe. Hat jemandem den falschen Rat gegeben. Die Freunde des Mannes haben ihn verraten. Und der Links wurde von seinem Nachbarn in dessen Groll der Hexerei bezichtigt. Nur Menschen, die sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Nicht Radovids Fehler. Und wer macht die Gesetze, durch die Leute für solche Verbrechen gehängt werden? Du scheinst keinen Respekt mehr vor dem König zu haben. Warum dienst du ihm dann? Was soll ich denn machen?
Ich bin ein Redanier. Ich desertiere doch nicht. Außerdem bin ich schon seit Visimir in der Armee. Er war ein guter König, weise und gerecht. Radovid ist anders. Er hat nur Krieg im Kopf. Und ich will nicht, dass Redanien auch so aussieht. Reden wir. Ich nehme an, du weißt, warum ich hier bin? Es geht wohl um unseren Freund, den Schuster. Er ist auf dem Weg nach draußen hier durchgekommen, ist noch nicht wieder zurück. Gestern hat eine Patrouille einen verlassenen Karren abseits der Straße gesehen. Ich wollte nachsehen, ob es seiner ist, aber ich konnte hier nicht weg. Danke. Darauf lässt sich aufbauen. Leb wohl. Warte. Hast du einen Passierschein? Ohne kommst du nicht wieder zurück. Ja, ich habe einen. Gut. Viel Glück. Danke. Bis dann. Ja, man hat den Helm auf, mal nicht, Wundsmädchen. Nicht wieder unter deinem Stein. Wir müssen da rüber, oder wie, oder was? Schau mich nicht so an! Meinst du, ich kann dir von der... Ich suche keinen Ärger. Der kommt schon von allein. Hilfe, gute Leute. Gibt es denn in diesem beschissenen Lager nirgends was zu trinken? Ich habe die halbe Welt bereist, vielleicht sogar die ganze. Und nie ist mir ein Ort begegnet, der so ausgetrocknet war wie dieser. Man könnte glatt gewalttätig werden. Wenn irgendwer noch Fusel hat, soll er mich rufen. Odrin, dann finde ich ihn. Und wir werden kräftig einen drauf machen. Helft einem alten Campen. Er ausdörrt wie ein Regenfass in der Wüste. Nach den Unruhen, in Anbetracht des gestrigen Vorfalls und des zugrunde liegenden Konflikts zwischen Männern aus Erdien und Temerien, ergeht der Befehl, dass die Flüchtlinge ab sofort in Gruppen auf Basis ihrer Herkunft unterteilt werden. Wer dies nicht beherzigt, wird aus dem Lager verbannt. Kommandant Hubert Rodi. Okay. Obacht. Der Feind lauert mitten unter uns. Gestern wurden nilfgaardische Soldaten erwischt, die sich im Lager verborgen hatten. Sie waren in Zivil gekleidet und gaben sich als Flüchtlinge aus. Der Lagerkommandant verlangte von uns allen Wachsamkeit. Achtet auf eure Nachbarn und behaltet sie im Auge. Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat sofort zu berichten. Das Verstecken von kaiserlichen Soldaten wird hart bestraft. Vermisst Georg Lesek. Georg Lesek, wenn du es in dieses Lager geschafft hast, dann hinterlass mir unbedingt eine Nachricht. Ich weiß nicht, wie lange ich noch bleiben kann, aber vielleicht treffen wir uns. Such nicht nach deinem Vater, er ist tot. Melde dich, mein Sohn, deine Mutter. Beerdigung. Der Lagerkommandant ordnet an, dass die Toten ausschließlich in ausgewiesenem Begräbniszum beerdigt werden. Beerdigungen in der Nähe des Durchgangslagers können die Ausbreitung von Seuchen begünstigen. Leichen, die woanders als in den zugewiesenen Bereichen beerdigt werden, werden exhumiert und eingeäschert, Kommandant Hubert Rodin. Seuchengefahr. Aufgrund der Seuchengefahr hat der Kommandant des Durchgangslagers tägliche Bäder angeordnet. Wascht euch, Leute, es ist nur zu eurem Besten. Gut, ihr Lieben, zu eurem Besten ist es auch, wenn ich jetzt... den Part beende. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentare, Tipps und Tricks, immer, wie ich mich sehr darüber freue. Und im nächsten Part geht es dann weiter. Bis dahin. Adios.